Der Bund deutscher Kriminalbeamter spricht vom Einbrecherparadies. Deutschland erlebte in den vergangenen Jahren 41% mehr Einbrüche. Hunderte Millionen Euro Schaden. Schockierend allerdings vor allem, die Polizei kann nur etwa jeden 7. Bruch aufklären. In Stuttgart sogar nur jeden 10. In Berlin nur jeden 15. Ermittler sprechen von international agierenden Banden aus Osteuropa, die hochorganisiert ganze Nachbarschaften ausrauben. Ihre Ziele sind nicht nur Villen gut betuchter Bürger, sondern auch einfache Reihenhäuser oder Wohnungen. Einbrecher schlagen meist nicht nur einmal zu, sondern öfter. So die Erfahrung der Kriminalpolizei, die auch feststellt, dass Diebe immer häufiger als reisende Banden unterwegs sind. Die gehen anders vor als beispielsweise ein örtlicher Ganove. Reisende Tätergruppierungen brechen in aller Regel nicht in Kellern ein. Die brechen dort ein, wo sie schnelle Beute machen können, wie zum Beispiel Schmuck, Bargeld, und verschwinden ganz schnell. Bundesweit nimmt die Zahl der Wohnungseinbrüche stetig zu, während die Aufklärungsquote sinkt. Knapp 150.000 Wohnungseinbruchdiebstähle wurden vor 2 Jahren registriert. Davon wurden nur etwa 15% aufgeklärt. Daher fordert Bayern, Wohnungseinbrüche härter zu bestrafen. Geht es nach dem Freistaat, sollen Diebe 6 Monate bis 10 Jahre hinter Gitter. Wenn es dazu beitragen kann, dass die Einbrüche zurückgehen, wir weniger Opfer haben und auch weniger traumatisierte Opfer, dann kann ich da als Ermittler nur dafür sein. Mohamed Kamis war früher selbst Dieb. Etwa 80 Einbrüche hatte er auf dem Kerbholz. Gefasst wurde er nie. Heute versucht er in Berlin, Jugendliche davon abzuhalten, auf die schiefe Bahn zu geraten. Laut einer Studie behaupten viele ehemalige Einbrecher, höhere Strafen seien nicht abschreckend. Kamis sieht das anders. Wenn ich erwischt worden wäre, und ich hätte sofort eine Strafe bekommen. Nicht eine Bewährungsstrafe oder so. Ich hatte das ja mit anderen Delikten. Dann hätte ich es mir überlegt. Was machst du da eigentlich? Mohamed Kamis gibt seine Erfahrungen nicht nur an die Jungs in Berlin-Wedding weiter, sondern auch an die Polizei. Er ist überzeugt, solche Präventionsarbeit sei das beste Mittel, um Einbrüche zu verhindern. Ja, und darüber sprechen wir jetzt mit dem Kriminologen Professor Christian Pfeiffer. Er ist aus uns New York zugeschaltet. Dort befindet er sich gerade aus beruflichen Gründen. Schönen guten Morgen dorthin. Und Herr Pfeiffer, die erste Frage an Sie. Der Mohamed Kamis gerade in unserem Beitrag hat gesagt, härtere Strafen, das bringt was. Das hätte ihn von seinem Verbrechen abgehalten. So auch der Vorschlag aus Bayern. Was halten Sie davon? Wenn Sie genau hingehört haben, hat er gesagt, wenn ich erwischt worden wäre. Da liegt das Problem. Von 100 Taten, die angezeigt werden, gelangen nur etwa 10 vor Gericht und nur 3 werden verurteilt. Die Polizei erzählt uns zwar, sie hätte immerhin noch eine Aufklärungsquote von 14-15%, aber 4/5 dessen, was sie als aufgeklärt betrachtet und so in die Statistik meldet, wird dann von der Staatsanwaltschaft gar nicht angeklagt. Also das eigentliche Problem ist nicht, dass wir zu milde Strafen hätten, sondern dass die Polizei nicht die Möglichkeiten hat, so zu arbeiten, wie sie eigentlich gerne könnte. Wir brauchen in meinen Augen nicht härtere Strafen, sondern wir brauchen vor allem eine Polizei, die personell und sachlich besser ausgestattet ist. Es ist skandalös, dass 97 von 100 Tätern mit der Beute davongehen können und dadurch bestärkt werden, weiterhin Einbrüche zu begehen. Inzwischen organisieren sich in einigen Orten sogar Bürgerwehren, weil die Leute den Eindruck haben, dass der Staat sie nicht mehr beschützen kann. Zeigt die Polizei da zu wenig Präsenz? Die Polizei würde gerne, aber ihr fehlt das Personal. Die Innenminister müssten endlich begreifen, dass das nicht nur ein Vermögensdelikt ist, sondern etwas, was den Menschen ungeheuer unter die Haut geht. Das ist ein Einbruch in die Intimsphäre. Gerade Alleinstehende leben dann mit massiven Ängsten. Jede 5. Frau, der das passiert, die wechselt die Wohnung auf eigene Kosten. Also das ist in erster Linie auch eine psychische Bedrohung für die Menschen. Und da tut der Staat entschieden zu wenig. Es ist ein Ablenkungsmanöver zu sagen, würden wir doch härter strafen, dann gibt es weniger. Nein, abschreckend ist das Risiko, erwischt zu werden. Und das ist dermaßen niedrig, wenn 97 von 100 erfolgreich ihre Beute genießen können. Die Polizei beschönigt das mit ihren 14% Aufklärungsquote. In Wahrheit sind es nur wirklich 3%. Sie sagen, in Wahrheit sind es nur 3%. Interessant, wenn man Ihre Studie liest, ist Folgendes. In einigen Städten ist die Aufklärungsrate hoch
Und in anderen Städten ist die Aufklärungsrate erschreckend niedrig. Stuttgart und Berlin sind ganz schlechte Beispiele. Dresden allerdings sagt, es gibt eine Aufklärungsquote von 43%. Was machen da einige Städte richtig, was andere offenbar falsch machen? Diese polizeilichen Daten muss man mit großer Vorsicht genießen. Mich würde interessieren, wie viel dann in Dresden verurteilt werden. Möglicherweise stellt die Staatsanwaltschaft dort ganz viel von dem ein, was angeblich aufgeklärt ist. Unsere Recherche zeigt für die anderen Städte jedenfalls, dass bei den Verurteilten die regionalen Unterschiede nicht mehr sehr groß sind. Und wenn hier großspurig behauptet wird, das seien alles osteuropäische Banden, woher weiß denn die Polizei das bitte schön, wenn sie bei 97 Fällen die Täter gar nicht richtig benennen kann? Das mag so sein, aber man hat keine Sicherheit. Und außerdem muss man auch noch die Kirche im Dorf lassen. 1995 hatten wir 40% mehr Einbrüche. Es war schon mal viel schlimmer bei denselben Gesetzen. Also nur an der Strafschraube drehen, das bringt's nicht. Was bringen würde, wenn die Innenminister sich endlich zusammenschließen und sagen, wir statten die Polizei personell und sachlich deutlich besser aus, damit sie ihre Arbeit vernünftig leisten kann. Herr Pfeiffer, so sagen Sie, die Situation war schon schlimmer. Andererseits steht fest, seit 2006 steigen ja die Einbruchszahlen wieder dramatisch. Bayern versucht jetzt, Sie haben die osteuropäischen Banden ja auch angesprochen, gemeinsam mit Österreich, Serbien, Rumänien und Bulgarien im Verbund diesen Banden das Handwerk zu legen. Muss die Polizei da auch in anderen Bundesländern vernetzter mit den Nachbarn arbeiten? Wird da zu viel in der Region gedacht? Gar keine Frage, dass das sinnvoll ist. Aber noch einmal, Kirche im Dorf lassen. In Holland, in Belgien hat man 3- bis 4-mal so viele Einbrüche wie bei uns pro 100.000 Bürger. Es ist bei uns noch relativ erträglich im Vergleich zu dem, was sich im Ausland tut. Also Zusammenarbeit unbedingt. Das, was Bayern hier macht, ist sicher richtig. Bayern hat auch eine etwas höhere Aufklärungsquote. Die stehen etwas besser da, aber sie sind noch weit entfernt von dem, was sein müsste. Auch in Bayern kommen 95% der Täter ungeschoren davon. Erläuterungen von dem Kriminologen Professor Christian Pfeiffer aus New York gerade zugeschaltet. Herzlichen Dank für Ihre Expertise. Wir machen weiter bei Eva. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel reist mit einer großen Delegation ins reiche Saudi-Arabien, unter anderem um neue Öl- und Gasdeals auszuloten. Und dabei soll er in dem streng islamischen Land auch die Einhaltung von Menschenrechten anmahnen. Freie Meinungsäußerung kann dort tödlich sein. Seit Jahresbeginn sollen schon über 30 Menschen hingerichtet worden sein. Das könnte nun auch dem inhaftierten saudischen Internetaktivisten Badawi drohen, wie Britta Spiekermann und Wulf Schmiese in Erfahrung gebracht haben. Nun könnte ihm sogar die Todesstrafe drohen. Raif Badawi, saudischer Blogger, verurteilt zu 10 Jahren Gefängnis und 1.000 Peitschenhieben. Er soll den Islam mit anderen Weltreligionen gleichgesetzt haben. Das saudische Strafgericht will ihn offenbar jetzt anklagen, wegen Abwendung vom Glauben. Das erfahren wir von seiner Frau, die wir im kanadischen Exil erreichen. Sein Gesundheitszustand ist überhaupt nicht gut. Und auch seiner Psyche geht es nicht gut. Ganz bestimmt ist seine Lage so, weil alles für ihn ungewiss ist. Wir wissen nicht, was geschieht und wir wissen nicht, was geschehen wird. Ich will nichts mehr weiter dazu sagen. Nicht nur seine Frau kämpft um Raif Badawi, immer wieder demonstrieren Menschen vor der saudischen Botschaft in Berlin. Für die Freilassung Badawis und für Presse- und Meinungsfreiheit in Saudi-Arabien. Einem Land, das wirtschaftlich boomt. Es locken Milliardenaufträge. In der Hauptstadt Riad entstehen ganz neue Stadtteile mit einer der teuersten Metrostationen der Welt. Gebaut wird sie von dem Dortmunder Architekten Gerber. Skrupel wegen der Menschenrechtslage? Wir können mit unserer Architektur die Menschen beeinflussen und somit auch eine Entwicklung anstoßen, die in so einem Land zwar sehr langsam, aber dann doch Stück für Stück vorangehen kann. Gerber reist morgen nach Saudi-Arabien mit 80 weiteren Spitzenunternehmern, darunter Siemens, SAP und BMW. Angeführt wird die Wirtschaftsdelegation vom zuständigen Minister Gabriel selbst, der schon am Mittwoch den saudischen Ölminister in Berlin traf. Aber nicht nur um Wirtschaft wird es gehen. Gabriel hat einen ganz konkreten Auftrag, und zwar von Badawis Ehefrau. Ich wünsche mir, dass der Vizekanzler in Verbindung tritt mit den Verantwortlichen in Saudi-Arabien und sie um die Freilassung Raifs bittet. Und nicht nur um die Freilassung, sondern auch, dass er nach Kanada ausreisen kann.
Was können Sie für diese Frau tun und was können Sie sozusagen für den Verurteilten dort machen? Nicht mit ihnen darüber reden. In der deutschen Bundesregierung setzen sich, glaube ich, praktisch alle, die irgendeine Chance haben für die Freilassung und für den Stopp der Haftstrafe ein. Gegenüber wem wir das tun, wie wir das tun, sollten wir sinnvollerweise nicht im Fernsehen besprechen. Aber dass er es tut, das hat der Vizekanzler damit angekündigt. Selmin Çalışkan ist bei uns, Generalsekretärin von Amnesty International. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Çalışkan, wie schätzen Sie das ein? Kann Wirtschaftsminister Gabriel im Fall Badawi etwas erreichen? Vielleicht kann er das. Auf jeden Fall hat er vor, das anzusprechen. Der Herr Gabriel hat uns eingeladen und wir haben ihn ausführlich informiert über die Menschenrechtsverletzungen, die in Saudi-Arabien stattfinden, die eine stattliche Liste darstellen. Und er hat sich ernsthaft alles angehört und wir hoffen, dass er das dann auch wirklich tut. Und ich muss ihn auch mal loben hier. Herr Steinmeier oder Frau Merkel haben uns noch nie eingeladen. Die Saudis, wenn man sich jetzt dieses Land anschaut, befinden sich in einer sehr starken Position. Es ist ein sehr reiches Land, Gasvorkommen, Ölvorkommen. Sie bilden eine starke Koalition, was den IS angeht. Lassen sich die Saudis überhaupt unter Druck setzen? Das kann ich nicht beurteilen, aber wir haben natürlich Erfahrung als Amnesty International, wie man öffentlich Druck aufbaut. Und wir haben natürlich auch viele Erfolge vorzuweisen, indem wir zum Beispiel durch öffentlichen Druck es geschafft haben, Menschen aus der Haft und aus der Folter zu befreien. Und Gesetze, die zum Beispiel in Saudi-Arabien das Gesetz, was Frauen einen lebenslangen Vormund beschert, sodass sie gar nicht eigene Entscheidungen über ihr Leben treffen können, auf ein Niveau zu bringen, dass darüber gesprochen wird, dass es ein diskriminierendes Gesetz ist und dass es abgeschafft werden muss. Viele schauen ja in diesem Zusammenhang gerne auf die Politik, wenn sie dann in dieses Land reist, beispielsweise nach Saudi-Arabien. Aber Sie sind weltweit vernetzt. Amnesty International, Sie haben gerade Ihr Werkzeug angesprochen, öffentlicher Druck. Haben Sie noch andere Kanäle? Wir haben sehr gute Recherchen. Wir schicken unsere Ermittler und Ermittlerinnen ins Feld vor Ort. Und die kommen dann mit lupenreinen Daten und Fakten raus. Und deswegen sind unsere Expertisen auch anerkannt, eigentlich jeglicher Couleur in der Politik. Wo Sie gerade von Fakten sprechen, 38 Menschen sollen in Saudi-Arabien seit Jahresbeginn hingerichtet worden sein. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Zahl so stark wächst? Also letztes Jahr waren es 76 und davon waren die Hälfte wegen Drogendelikten und die Hälfte waren auch Ausländer, die hingerichtet wurden und die werden öffentlich exekutiert. Wir wissen nicht, warum es steigt, aber natürlich hat generell das es ist repressiv in Saudi-Arabien. Das ganze Klima ist so. Und das heißt, wenn das Klima so ist, dass auch Todesstrafe oder Prügelstrafe was ganz Normales dort sind. Wirtschaftsbeziehungen zu Saudi-Arabien haben eine lange Tradition, Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien aber auch. Warum sollte sich jetzt etwas ändern? Also ich finde, die Wirtschaftsvertreter, die dorthin fahren, haben jetzt auch eine Verantwortung, Menschenrechtsverletzungen anzusprechen. Man kann nicht einfach nur Geschäfte machen und Profit machen und wegsehen oder gar vielleicht Situationen ausnutzen, wie zum Beispiel Billiglöhne bei Arbeitern oder ganz schlimme Arbeitsbedingungen für Arbeiter, um den eigenen Profit zu bereichern. Die Politik reist ja, wir haben das schon erwähnt, schon lange in solche Staaten, macht Deals mit denen und es werden dann hin und wieder auch Menschenrechte angesprochen. Können Sie eigentlich als Amnesty International messen, ob dabei was erreicht wird? Gibt es da so Parameter? Nö, aber es gibt natürlich Gespräche hinter verschlossenen Türen und Amnesty passt auf und hakt nach im Auswärtigen Amt und auch bei anderen Ministerien und im Parlament, ob die Gespräche hinter den verschlossenen Türen auch wirklich Ergebnisse für den einzelnen Menschen, der in Not ist, gebracht haben. Und wenn das nicht so ist, dann fangen wir an zu skandalisieren und eine Kampagne aufzusetzen. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns im ZDF Morgenmagazin. Das war Selmin Çalışkan, Generalsekretärin von Amnesty International, vor dem Besuch vom Bundeswirtschaftsminister Gabriel in Saudi-Arabien. Vielen Dank. Und was meinen die kleinen Leute zu Charlie Hebdo? Der Liebhaber ist Charlie und der gehörnte Ehemann drückt ein Auge zu. Die Solidarität ist grenzenlos. Musik.
Die Moderatorin Barbara Schöneberger hat den Eklat folgendermaßen quittiert, nämlich mit dem Satz, das ist ja ein Coitus interruptus der allerschlimmsten Sorte. Wovon sprechen wir? Vom Eurovision Song Contest Vorausscheid gestern hier in Deutschland. Andreas Kümmert stand auf der Bühne, war fertig, war gewählt und sagte, ja, nee, ich glaube, nee. Besser doch nicht. Besser nicht. Die zweite, die darf da hinfahren und hat damit für einen handfesten Skandal gesorgt. Wobei die Frage bleibt, wusste er das oder hätte er das nicht vorher wissen können? Alles zusammen von Norbert Polster. Es fing doch alles so schön an. Andreas Kümmert, der kleine runde Mann mit den Zauselhaaren und der mächtigen Stimme, performte und begeisterte das Publikum, das ihn zur Belohnung prompt nach Wien schicken wollte. Und dann das. Es ist momentan so, ich bin nicht wirklich in der Verfassung, diese Wahl anzunehmen und muss deshalb, ich gebe meinen Titel an Ann-Sophie. Auch auf Nachfrage blieb er bei seiner Entscheidung. Ich denke einfach, dass sie viel geeigneter und qualifizierter dafür ist. Ich bin ein kleiner Sänger. Buhrufe und deutliches Unverständnis im Publikum und auch das Netz kochte innerhalb kürzester Zeit hoch. Von wen kümmert's bis, was für eine billige Nummer, werde mir niemals Musik von ihm kaufen, reichen die Kommentare, die Mehrzahl eher enttäuscht. Am überraschtesten dürfte nach wie vor die zweitplatzierte Ann-Sophie sein, die jetzt plötzlich Siegerin ist und doch nicht so richtig glücklich wirkte. Ich weiß gerade noch nicht so ganz, was ich fühlen soll. Ich fühle mich natürlich geehrt und freue mich extrem auf Wien, aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um zu verdauen. Was soll's, dann drücken wir am 23. Mai eben Ann-Sophie die Daumen. Gut singen kann die schließlich auch. Der Sport im ZDF-Morgenmagazin wird Ihnen präsentiert von abindenurlaub.de, das Reisevergleichsportal im Internet.